Gestern hat Adobe ein neues Lightroom-Update rausgebracht und dem wollen wir uns heute mal ein bisschen widmen. Seit der Version 2 nutze ich nun Lightroom und habe seitdem keine Version ausgelassen. Lightroom 6 war die letzte Version, die Adobe als Boxversion auf den Markt gebracht hat. Parallel dazu gab es 2015 dann schon Lightroom CC, was nur noch per Abo verfügbar war. Alle anderen Versionen sind seitdem nur noch in der Creative Cloud verfügbar, wie jetzt auch die neue Version Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 7.3. Und die gucken wir uns heute mal ein bisschen an. Schauen mal, was es für Neuerungen gibt. Dafür nehme ich euch mit auf meinen Bildschirm. Zunächst einmal wollen wir einmal das Update laden. Dafür gehen wir hier oben auf die Adobe Creative Cloud und suchen uns hier Lightroom Classic CC. Lightroom ist runtergeladen. Wir rufen es jetzt einmal über die Creative Cloud App auf. Da ist es, Lightroom Classic CC. Ich habe einmal einen neuen Katalog angelegt mit dem Shooting vom letzten Wochenende. Ich gehe einmal in den Entwickeln-Modus. Was jetzt natürlich ad hoc erstmal nicht auffällt, ist, dass er zu Beginn beim ersten Starten von Lightroom die ganzen Lightroom-Vorgaben von Dateiformat LR-Template in XMP-Dateien umgewandelt hat. Das hat den Vorteil, dass man diese XMP-Dateien nicht nur als Vorgaben für Lightroom verwenden kann, sondern auch für Camera Raw und für Photoshop. Was ich sehr schön finde, ist, dass man, wenn man mit dem Mauszeiger über eine Lightroom-Vorgabe geht, dann hat er einem hier oben in diesem kleinen Vorschaubild immer angezeigt, wie das Bild wird. Wenn ich jetzt auf eine Vorgabe gehe, zeigt er einem die Vorschau quasi im großen Bild schon an. Wir bewegen uns einmal auf die rechte Seite in die Entwicklungstools. Da hat sich einiges getan. Und zwar hat sich einmal der Dunstentfernregler nach oben bewegt. Der war sonst ganz unten zu finden. Und der ist jetzt oben bei den Grundeinstellungen, wo er meiner Meinung nach auch hingehört. Dann haben viele, speziell die Fuji-Fotografen, die ja auch immer sehr gerne mit den Filmsimulationen arbeiten, gefragt, wo man die Filmsimulationen bei Lightroom denn finden würde oder ob sie überhaupt gäbe. Die gab es vorher hier auch schon. Die waren nur wieder, dann scrollen wir wieder ganz nach unten, hier bei der Kalibrierung, stand unter Prozess. Darunter war nochmal hier so ein Pop-up-Menü und da fand man die Filmsimulationen auch neben einigen anderen. Dafür gibt es jetzt einmal das Profil ganz oben im Kopf. Wir können einmal hier rüber gehen. Hier zeigt er mir schon an, ich habe schon mal einen ausgewählt im Vorfeld. Dann haben wir hier aber so ein Ding, da klicken wir einmal drauf. Dann können wir hier einmal unsere Favoriten aufrufen, die ganzen Adobe RAW Profile und direkt darunter haben wir die Kameraanpassungen. Da sind je nach Kamera die Filmsimulationen oder Bildprofile der Kamera drin. Der Vorteil dieser Bildprofile ist, dass wenn wir beispielsweise eine Lightroom-Vorgabe auswählen, ich mache das jetzt einfach mal, dann seht ihr hier auf der rechten Seite schon, wie sich die Regler bewegen und Einstellungen laden. Das ist halt bei den Bildprofilen nicht so. Da können wir jetzt mal, ich wähle mal einfach ein Classic Chrome aus. Und ihr seht, wir haben schon einen Bildstil und da passiert erstmal nichts. Eine weitere Neuerung ist, dass das Fenster für die Gradationskurve wesentlich größer geworden ist.
dadurch natürlich auch besser bedienbar. Was weiterhin zu beachten ist, ist die Schärfe, denn die Schärfe ist von einem Grundbetrag von 25 auf 40 erhöht worden, was speziell für die Fuji-Fotografen manchmal etwas zu viel sein kann, denn die Fuji-Kameras neigen schnell zum Überschärfen. Da gehe ich dann meistens noch mal etwas runter. Das seht ihr daran. Ich muss jetzt erstmal dieses Bild hier gerade mal einmal ein bisschen gerade machen. Das geht mir etwas auf die Nerven, dass das die ganze Zeit schief ist. So, ihr könnt das schnell sehen daran, wenn ihr jetzt die Schärfe mal nach oben zieht, dann habt ihr gerade bei den Fuji-Kameras sehr schnell hier diese Würmchenbildung. Canon-RAWs hat man in der Regel mehr nachschärfen müssen. Bei den Fuji-RAWs sollte man da etwas vorsichtig sein. Ich würde jetzt nämlich von 40 auch nochmal so auf 30 runtergehen. Naja, sagen wir mal 25. Wir sehen hier, die Schärfe in den Augen reicht absolut. Und weil wir jetzt schon mal dabei sind, wollen wir das Bild dann gerade auch mal schnell fertig machen. Von der Farbtemperatur gehen wir mal etwas runter. Das darf ein bisschen kühler sein. Dann etwas dunkler. Für den Hautton etwas Dunst entfernen rein. Ein bisschen Klarheit kann es vertragen. Na, vielleicht nicht ganz so viel. Obwohl, doch. Weißpunkt setzen wir. Dafür drücke ich die Alt-Taste und ziehe gleichzeitig etwas runter. Da sehen wir, haben wir hier schon so ein paar Peaks. So, Schwarzwert, der geht auf 0. Den können wir aber trotzdem ein bisschen runter setzen. Und wir können den Kontrast vielleicht noch ein bisschen, ja, das ist schon ganz schön. Dann können wir mit dem Schwarzwert wieder ein bisschen höher gehen. Und was ich gar nicht mag, ist Vignette. Und dann gehen wir noch mal mit den Lichtern etwas weiter runter und mit den Tiefen etwas weiter hoch und können vielleicht doch den Schwarzwert ein bisschen über 0 setzen. Und den Weißpunkt ein bisschen tiefer. So, haben wir eigentlich schon ein recht annehmbares Bild. Wir gucken einmal vorher, nachher. Sieht doch schon ganz schön aus, oder? Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Eindrücke in die neue Lightroom-Version geben. Über die Performance kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Dafür muss ich jetzt erstmal einige Bilder bearbeiten. Und dazu später mehr, aber ich plane auch in Zukunft häufiger mal was über Lightroom zu machen und vielleicht auch mal den ein oder anderen Lightroom-Tipp zu geben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Hier gibt es nochmal mein Video von vorgestern und abonnieren nicht vergessen. Bis dann, ciao!